Im Menü Einstellungen finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten für die Kontaktdaten, Aktionsliste, Anzeige, Gesundheit, Zielgruppen, Favoriten und Tierlisten. Unter dem Punkt Kontaktdatenbetrieb finden Sie die für Ihren Betrieb gespeicherten Kontaktdaten. Führen Sie Änderungen durch, vergessen Sie nicht, diese abzuspeichern. In der Ansicht Aktionsliste können Sie die Zeiträume für die Anzeige der diversen Aktionslisten selbst festlegen. Die Einstellungen der Aktionsliste werden auch auf die Einstellungen der Handy-App übertragen. Ändern Sie zum Beispiel die Tiere für die Erstbesamung . So zeigt es Ihnen jetzt die Tiere schon 20 Tage früher an. Vergessen Sie aber nicht, abzuspeichern. Wollen Sie Ihre Änderungen wieder zurücksetzen, so können Sie alle Werte auf die Standardzahlen zurücksetzen. Unter dem Punkt Anzeigeeinstellungen können Sie die Anzahl der gezeigten Tabelleneinträge sowie Ihren bevorzugten Druckerstandard einstellen. Auch hier vergessen Sie nicht abzuspeichern. In den Menüeinstellungen können Sie die Startseite festlegen. Und Menüelemente, die Sie nicht immer sehen wollen, ein- oder ausblenden. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern. Auch hier können Sie Ihre Änderungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Im Menüpunkt Gesundheit sehen Sie die Werte, welche im Menüpunkt Gesundheit als Standard bzw. als Grenzwerte verwendet werden. Allerdings können Sie hier keine Änderungen vornehmen. Im Menü Tiergruppen können Sie Tiergruppen definieren. Um Gruppen zu erstellen, klicken Sie auf den Button Gruppe hinzufügen. Hier können Sie Ihre gewünschten Parameter eingeben. Vergessen Sie nicht, die Gruppe abzuspeichern. Sie können auch mehrere Gruppen erstellen. Auch hier wieder Gruppe hinzufügen. Die Gruppen werden automatisch sortiert. Möchten Sie aber eine eigene Reihung, so können Sie diese mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie eine Gruppe wieder löschen, so können Sie es mit dem Papierkorb-Symbol machen. Vergessen Sie nie, danach abzuspeichern. Sie können auch Ihre Favoriten verwalten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder unter dem Punkt Einstellungen, wo Sie Ihre gewünschte Seite als Favorit abspeichern, oder Sie sind schon auf Ihrer Favoritenseite, dann können Sie es direkt unter dem Stern Favorit abspeichern. Im blauen Balken finden Sie einen Stern, wo Sie all Ihre Favoriten aufgelistet finden. So haben Sie immer einen schnellen Zugriff.